Soweit unser Schwerpunkt. Parallelimporte sind ein Mittel gegen die Hochpreisinsel Schweiz, etwa in der Automobilbranche. Auf dem Schweizer Automarkt sollte trotz der Dominanz weniger großer Importeure reger Wettbewerb herrschen zwischen offiziellen Markenpartnern und freien Autohändlern. Stimmt nicht, sagen Kritiker. Wer sich ein Auto kauft, geht zu einem offiziellen Vertragshändler. Dazu gehören auch die beiden großen Generalimporteure Emil Frey und Amag. Oder geht zu einem freien Anbieter. Zu denen gehört das Autohaus Kurns im Kanton Aargau. Die freien Autohändler werben mit Preisnachlässen, je nach Marke, zwischen 10% und rund 40% gegenüber offiziellen Listenpreisen. Dies dank sogenannter Parallelimporte, die in der Schweiz seit Mitte 2009 auch im Automarkt erlaubt sind. Das ist Teil des freien Wettbewerbs. Der Wettbewerb, der funktioniert garantiert, weil wir haben x verschiedene Marken, die ja als Player auf dem Markt auftreten. Und da haben wir automatisch einen sehr grossen Wettbewerb. Der gleichen Meinung ist auch der zweite große Generalimporteur, Emil Frey. In der Schweiz herrscht im Automobilmarkt ein sehr intensiver Wettbewerb, welcher dem Kunden eine große Auswahlmöglichkeit bietet. Doch freie Autohändler wie Roger Kurns sehen sich unfair angegriffen. Das hat ein System, das viele Generalimporteure und Hersteller versuchen, den Direkt- und Parallelimport zu unterbinden. Wie erleben Sie das konkret? Wir erleben es mit Garantiebehinderungen beispielsweise, mit Importbehinderungen. Kartellrechtsexperte Patrick Krauskopf war bis 2009 Vizedirektor der Wettbewerbskommission WEKO. Er kennt die Situation auf dem Schweizer Automobilmarkt à fond. Die Wettbewerbssituation für Händler, Garagisten war schon mal besser. Garagisten werden jetzt durchaus drangsaliert. Das ist meine Erfahrung von Herstellern, von Importeuren. Wobei das nicht auf alle zutrifft. Sie haben durchaus Importeure, die eine faire Partnerschaft suchen. Aber sie haben dann auch andere, die tatsächlich versuchen, ihre Marktmacht einzusetzen. Ein Beispiel, wie Hersteller versuchen, Parallelimporte zu erschweren, bietet Hyundai. Hyundai macht bei seiner Werksgarantie einen Unterschied, wie das Fahrzeug in die Schweiz gelangt ist. Über die Vertretung von Hyundai Swiss in der Schweiz kein Problem. Via Direktimport über offizielle Hyundai-Partner in Europa kein Problem. Anders bei parallel importierten Fahrzeugen via inoffizielle Fahrzeughändler. Da entfällt die Werksgarantie. Hyundai begründet den Entzug der Werksgarantie so: Die Kosten dieser Garantie werden von Hyundai und seinem offiziellen Händlernetz getragen. Daher ist diese ausschließlich für Fahrzeuge, welche von autorisierten Mitgliedern des selektiven Vertriebssystems im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz an Endkunden verkauft wird. Roger Kunz präsidiert den Verband Freier Autohandel Schweiz. Er hat unter anderem deshalb im Dezember vergangenen Jahres Anzeige gegen Hyundai bei der WEKO eingereicht. Hyundai hat je länger desto mehr angefangen mit Wettbewerbsbehinderungen, hat das systematisiert und die Spitze vom Eisberg ist sicher gewesen, wie Hyundai versucht hat, die Werksgarantie der Fahrzeuge zu entziehen. Hyundai schreibt dazu: Die Hyundai-Organisation arbeitet mit der Wettbewerbskommission vorbehaltlos zusammen. Gesetzeskonformes Verhalten ist in der Geschäftspolitik von Hyundai Swiss und von Hyundai Europa fest verankert. Versuche, Parallelimporte zu erschweren, erleben nicht nur freie Autohändler. Auch offizielle Markenpartner würden drangsaliert. Sie sind im Autogewerbeverband AGVS organisiert. Kartellrechtler Patrick Krauskopf vertritt ihre Interessen. Was heute passiert, sind ganz subtile Methoden, mit denen man den Händler zur Raison bringt. Man verzögert die Lieferzeiten für Ersatzteile. Man weigert sich, Garantieleistungen zu erbringen, mindestens in der Zeit. Man verteuert einzelne Wartungsarbeiten. So, das sind die subtilen Methoden, mit denen man versucht, faktisch den Händler unter Druck zu setzen, von Parallelimporten abzusehen und sich wieder zuzuwenden dem normalen Vertriebskanal in der Schweiz. Die AMAG schreibt: Wir können diese Kritik schlicht nicht nachvollziehen.
Die AMAG distanziert sich klar von solchen Praktiken, sollte es solche auf dem Schweizer Markt geben. Bei uns auf alle Fälle gibt es das nicht. Die Emil-Frei-Gruppe ließ die Anfrage unbeantwortet. Patrick Krauskopf hofft nun auf die Wettbewerbskommission. Nach meinem Dafürhalten müsste die Wettbewerbskommission sich diesen subtilen Methoden jetzt zuwenden und mit Leading Cases sagen, das ist zulässig und das ist nicht zulässig. Und auf ein solches Urteil wartet die Branche. Der Fall liegt bei der Wettbewerbskommission seit letztem Dezember. Von ihrem Entscheid wird abhängen, ob der Wettbewerb auf dem Schweizer Automobilmarkt besser funktionieren wird oder eben nicht. Das war ein Beitrag von Alexandra Stüff. Ein Wirtschaftsthema morgen im Club an dieser Stelle. Finanzkrise 10 Jahre nach dem Kollaps von Lehman Brothers. Hier übernimmt gleich Roger Schawinski. Sein Gast ist Wolfgang Beltracchi. Er war einst einer der größten Fälscher der Kunstgeschichte. Heute malt er ganz legal. Unsere nächste Sendung gibt es wieder in einer Woche. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann dabei sind. Schönen Abend und eine gute Woche.